Ah, mir fällt es nicht ein. Was war das nochmal? Jo Leute, willkommen zu meinem Video. Letzte Woche habe ich jetzt so einen Flaggenquiz gemacht. Spaß mit Flaggen. Das fand ich jetzt relativ easy. Ich habe zwar in den Kommentaren gelesen, ja, die meisten fanden es gar nicht so easy, aber ich fand es relativ easy. Und deswegen dachte ich mir, hey, heute machen wir wieder einen Flaggenquiz, aber diesmal in der Form Extreme. Weiß nicht, ob wirklich Extreme ist. Das Video heißt extrem hart. Das wird jetzt anschauen mit den Flaggen drin. Und deswegen, ja, denke ich mal, dass jetzt auch schwierige Flaggen drin sein werden. Denn bei Weitem, ich kenne viele Flaggen auch nicht. Ich fand halt einfach nur die im letzten Video, es waren einfach Flaggen, die kenne ich halt, muss ich sagen. Und jetzt, glaube ich, aber kommen auch einige Flaggen dran, die ich nicht kenne. Wie mir könnt ihr gerne mitraten, natürlich. Ich würde sagen, wir gehen rein in das Flaggenquiz. Vielleicht auch ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich reingehen. Es sind diesmal 40 Flaggen und ich habe mir gedacht, wir ballern die 40 Flaggen jetzt einfach durch von 1 bis 40. Wie auch beim letzten Mal, mit 5 Sekunden Zeit, das Ganze zu raten. Wie gesagt, ich werde auch hier gucken, dass ich halt nicht stoppe. Außer ich will aber irgendwas sagen. Ich würde sagen, let's go. Los geht's! Das weiß ich sogar. Das ist Äthiopien. Die erste Flagge weiß ich schon mal. Äthiopien, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Kenia. Okay, schon die erste Flagge und schon falsch. Ey, was sind das? Eritrea. Das ist auch ein Land, das muss ich jetzt mal überlegen, dass es dieses Land überhaupt gibt. Das ist Tunesien. Tunesien kriege ich hin. Da war ich auch schon. Schönes Land. Kriege ich hin. Das kenne ich. Ich weiß nicht, was es ist. Uganda. Okay, wäre ich nicht drauf gekommen. Wäre ich absolut nicht drauf gekommen. Algerien. Weiß ich auch durch den Fußball. 2014, die WM. Beim Spiel Deutschland gegen Algerien bin ich gestorben. Also emotional. Es hat Ähnlichkeit mit Weißrussland, aber es ist es nicht. Jetzt muss ich doch mal stoppen. Kennt einer von euch das Land? Bahrain? Hab ich noch nie gehört. Ey, ich glaube wirklich, wir betrachten dieses Video jetzt nicht als Quiz. Wir betrachten es als Reaction-Video. Wir reacten auf, was für Flaggen es gibt und was für Länder teilweise, wie Bahrain. Weil, ganz ehrlich, ich werde auch dieses Geräusch nicht einfügen, weil das ist nervig. Und es würde hier dauernd kommen. Ich mache nur die Haken, wenn es kommt. Die X's lasse ich weg, weil, ja, das Quiz ist halt wirklich extrem. Machen wir weiter. Kein Plan. Ich habe keinen Plan. Libyen. Nee. Also diese Flaggen sind wirklich schwierig. Das ist Mexiko. Also Mexiko ist einfach. Warum jetzt da Mexiko drin ist, weiß ich nicht. Also Mexiko ist wirklich einfach. Das weiß man. So, die 10. Es hat Ähnlichkeit mit Algerien, aber Algerien hatten wir schon und das ist nicht Algerien. Das ist Pakistan. Okay. Hätte man eigentlich auch wissen können, glaube ich. Pakistan hat bestimmt schon mal gesehen. Ich habe keine Ahnung. Singapur. Ich glaube, das kann man aber auch wissen normalerweise. Ich weiß es. Libanon. Gut, ich wusste es auch nicht. Lassen wir das. 13. Ich habe keine Ahnung. Aber ist ein cooles, eine coole Flagge, finde ich. Lesotho. Ey, was ist das? Ich kenne das Land nicht. Ich kenne einfach das Land überhaupt nicht. Ey, das ist doch... Es sieht aus wie Indien, aber es ist nicht Indien. Iran. Das hätte man wirklich wissen können. Ah, Iran. Ja. Ich glaube, das weiß ich. Bangladesch. Weil ich weiß, es ist so ähnlich wie die japanische, nur andere Farben. Bangladesch stimmt. Nur deshalb weiß ich das. Irgendwas Asiatisches, ganz ehrlich, keine Ahnung. Kambodscha. Okay. Kambodscha. Wollte ich, glaube ich, auch schon mal hin. Ey, es hat voll Ähnlichkeit mit Amerika, oder? Aber ich kann nicht sagen, was es ist. Liberia. Okay.
bestimmt von Amerika irgendwie so eingenommen, dann die Fahne so ein bisschen. Ich schätze was Afrikanisches, Brunei, auch da, das Land habe ich zwar schon mal gehört, aber keine Ahnung, wo es liegt. Das weiß ich. Jetzt muss ich mal stoppen. Ich weiß das. Honduras, genau. Auch bei irgendeiner WM waren die nämlich dabei, seitdem weiß ich das. Honduras. Ja, stimmt. Die 20. Nordkorea. Nordkorea, finde ich, kann man auch wissen. Ne, Südkorea kennt man, dann kennt man Nordkorea meistens auch. Hey. Das ist auch keine schöne Flagge, finde ich. Vereinigte Arabische Emirate kann man eigentlich auch wissen. Ja. Ich schätze was Afrikanisches, aber ich keine Ahnung. Tansania. Liegt Tansania in Afrika? Ich weiß es nicht. Hat Ähnlichkeit mit, jetzt fällt mir das andere nicht ein. Dominikanische Republik. Okay. Ey. Das Quiz ist wirklich schwierig. Ich habe keine Ahnung mal wieder. Angola. Ja, okay. Kann sein. Nö, keine Ahnung. Burkina Faso, ganz ehrlich. Ja, ich kenne das Land, aber trotzdem. Ist das nicht Ägypten? Das hat sehr Ähnlichkeit mit Ägypten auf jeden Fall. Das ist der Irak. Ja, 90er World. Das ist der Irak. Ich habe keine Ahnung. Ich bin raus. Madagaskar, okay. Hey, schon wieder sehr Ähnlichkeit mit Amerika wegen den Stripes halt. Malaysia. Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Wäre ich. Nee, das Quiz ist wirklich schwierig. Ich habe schon wieder keine Ahnung. Ganz ehrlich, Jordanien. Auf das Land muss auch erstmal kommen. Ich meine, ja, man kennt's, aber. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dieses Mal sagen soll. Ich weiß es nicht, Kongo. Ich glaube, ich sollte einfach nur sagen, wenn ich es weiß, das kenne ich. Es ist nicht San Marino, aber sowas ähnliches, glaube ich. Kasachstan, sowas ähnliches, natürlich, geheim, ganz ehrlich. Das hatten wir doch schon mal, das ist Chile. Das hatten wir im letzten Video. Chile kenne ich. Weiß ich auch, das ist Guatemala. Hatte ich in meiner Neuheitenbox, sondern eine Süßigkeitenbox aus Guatemala, daher weiß ich das. Ich schätze wieder irgendwas Asiatisches, keine Ahnung. Mongolei, okay. Ja, also ich finde, so ein manche Sachen könnte man eigentlich wissen. Aber, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, was das ist. Kuwait. Das ist auch so ein Ding, ich finde es ganz schön, weil es so basic ist, aber Somalia, okay. Ich fand es basic schön, so blau. Hatten wir im letzten Video auch, was war das nochmal? Dingens, ich weiß es ganz genau. Ah, mir fällt es nicht ein. Was war das nochmal? Irgendwas mit K, oder? Mir fällt es gerade nicht ein. Mir fällt es gerade nicht ein. Kuba, was mit K, ich sag's doch. Kuba, ja, natürlich. Was ist das denn? Was ist das? Nicaragua, da musst du auch erstmal drauf kommen, ey, ohne Spaß. Ich weiß es schon wieder nicht, ich weiß es nicht. Philippinen. Okay, das letzte. Ich hätte mir jetzt gewünscht zum Abschluss nochmal was ich weiß. Aber das weiß ich auch nicht. Simbabwe, okay. Das war die letzte Flagge. Ich hatte, glaube ich, so 2 oder 3 ungefähr von 40. Aber die waren wirklich schwierig. Also wenn man hier so aus Europa kommt, dann diese Flaggen zu kennen, ist schwierig. Wenn man jetzt aus Afrika, Asien oder vielleicht auch Südamerika kommt,
Kann man die Länder aus seiner Region vielleicht eher erkennen? Ich als Europäer hatte jetzt da ja nicht so viel Ahnung davon. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn dem Ganzen so, lassen wir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.